Ja, die Orgel hier in der Klosterkirche St. Norbert zu Oberzell bei Würzburg hat eine spannende Geschichte. Die erste Orgel war hier 1714 und zwar von Johann Hoffmann, Orgelbauer aus Würzburg. Und er hat hier 20 Registerorgel gebaut in einem wunderschönen, prachtvollen Prospekt, den wir hier sehen. Mit vielen Engeln und Putten und reicher Ornamentik und Gold und diesen musizierenden Engeln eben. Neunachsiger Prospekt. Das ist auch nicht so oft. Und im Jahre 1819 wurde aber dann diese Hoffmann-Orgel von der Kirche in Lohr gekauft, weil das Kloster hier eben aufgehoben wurde, leider. Und dann brauchte es keine Orgel mehr, aber dann hat 1855 Orgelbauer Balthasar Schlimbach, ebenfalls aus Würzburg, in das alte Gehäuse eine neue Orgel gebaut mit 24 Registern. Und 1905, also wenig später, wurde das Kloster hier in Oberzell wieder mit Schwestern und Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu wieder besiedelt und die Orgel konnte zurück. Und das wunderschöne Orgelgehäuse kehrte also an ihren ursprünglichen Platz hier auf der Westempore zurück und bekam aber nun nochmal eine neue Orgel, die dritte, und zwar von Steinmeier aus Oettingen mit 26 Registern, also wurde immer größer. Aber die pneumatische Traktur und leider auch Wurmbefall hat die Orgel schnell zerstört. Und es musste ein Neubau her. Das ist dann die vierte Orgel. Hinter diesem wunderschönen Prospekt von 1714. Und die Hoffmann-Orgel, die allererste, da gibt es noch ein paar Streicher und Schweberegister, sogar eine Trompete und eine Pedalposaune. Und von Schlimbach gibt es noch Flaute Dolcis im Vierfuß. Von Steinmeier gibt es ganz, ganz viele Pfeifen noch übrig. 95 Prospektpfeifen, auch Prinzipalpfeifen und Oktavbass. Und weitere 16 Register. So, die Orgeln von 1982, die jetzt hier in diesem wunderschönen Prospekt steht, vereint also Altes und Neues. Was ja was sehr Besonderes ist. Ich frage mich nur, wie jetzt der vierte Orgelbauer heißt. Aber das kriege ich schon noch heraus.